Das ist gar nicht so einfach. Nach einer Pause auf Mykonos hatten die Let's Dance-Finalisten Rurik Gislason und Valentina Pade eine gute Zeit zusammen. Valentina genießt mehr als alle anderen Momente in den Wolken mit ihrem Fußballer. Aber The Bitter Truth wurde jetzt angekündigt. Der Spieler wurde Vater eines Kindes. Und es war nicht Valentina, sondern seine Ex-Freundin Nad Alia, die Ruriks Kind trug. Wie wird der isländische Spieler reagieren? Für das schöne Mädchen Valentina, nach so vielen Jahren der Einsamkeit, ist der Gedanke, dass das Glück gekommen ist, naja, es ist so traurig. Ihr Spieler verbirgt nun die harte Wahrheit. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Donnerschlag, und Valentina konnte es nicht glauben, sie brach zusammen. Manche Zeitungen behaupten sogar, Valentina sei schwanger. Aber vor allem ist ihre Liebe zu Rurik echt. Und ob schwanger oder nicht, sie will trotzdem mit der Spielerin zum Altar gehen und schwören, gemeinsam zu leben und zu sterben. Beide hatten verrückte Momente der Liebe. Und es wäre schade für die beiden, wenn ihre Liebe nicht zu Ende geht. Aber um fair zu sein, alles ist möglich. Während Valentina erstmals seit Let's Dance wieder vor GZSZ-Kameras steht, konzentriert sich Rurik auf ihre Endorsement-Deals. Außerdem ist der Isländer sehr sanftmütig, klagt über schlaflose Nächte und scheint seine Nad Alia irgendwie sehr zu vermissen. Kein Wunder, denn im Februar klang es so, als sei die brasilianische Schönheit die Frau seines Lebens. Sie ist eine sehr ehrliche Person, sie ist eine unterstützende Freundin, sagte er aufgeregt in einem Interview. Ich spüre, dass sie mir hilft zu strahlen, und ich möchte, dass sie strahlt. Was wir gemeinsam haben, ist, dass wir das Beste für den jeweils anderen wollen. Sowas gibt man eigentlich nicht leichtfertig auf. Und tatsächlich wirkt Rurik momentan eher nachdenklich als euphorisch. Er wäre nicht der erste Mann, der nach einer kurzen heißen Affäre reumütig in die Arme der geliebten Partnerin zurückkehrt.